Wir sind auf der DKM Tag Nummer 2 und ich bin hier am Stand von Finanzportal 24. Mein jetziger Interviewgast ist Hubertus Schmidt. Ich grüße Sie. Grüße, Herr Magnuski. Ja, Finanzportal 24, Finanzen und 24 klingt wie 24 Stunden. Was genau machen Sie? Ja, tatsächlich. Wir entwickeln Finanzplanungssoftware für Finanzdienstleister, haben in diesem Monat unser 15-jähriges Jubiläum. Und das war ein toller Anlass, auch nochmal als Aussteller auf die DKM zu kommen. Wir stellen auf der DKM vor unsere neueste Entwicklung. Das ist die Finanzanalyse nach DIN-Spec 77-3x2, in der normierte Finanzberatungsprozesse abbildbar sind. Software, die den Kundenberater draußen beim Kunden in seiner Beratungsleistung unterstützt und eben gewisse Qualitätsstandards sichert. Qualitätsstandard ist ein gutes Stichwort, weil das ist ja das, worum es auch hier unter anderem geht. Nicht nur um Versicherungsangebote, Produkte, sondern um Qualität. Und ich sehe auf dem Bildschirm hier hinter sehr strukturiert die einzelnen Bereiche. Wie wichtig ist das, was Sie machen für die Branche und auch für die Berater? Ja, man muss vorausschicken, der Beratungsmarkt ist durch gesetzliche Regulatoren und Reformen in den letzten 15 Jahren mit einer Zusammenballung von Änderungen konfrontiert worden, die es zuvor in der Geschichte Deutschlands noch niemals gab. Und Berater mussten sich in diesen neuen Vorgaben völlig neu aufstellen. Wem das gelungen ist, der ist heute noch da. Der musste zwangsläufig seine Qualitätsstandards in der Beratung verbessern. Wir unterstützen Berater dabei im Beratungsprozess bei biometrischen Risiken, deren Analyse, bei Themen wie Ruhestandsplanung und Versorgungsberatung, eben beim Kunden auch entsprechende Berechnungen durchzuführen und am Point of Sale zu einem Vermittlungsergebnis und zu dem Notwendigen an Handlungsempfehlung zu kommen. Ohne Software geht ja heutzutage gar nichts mehr in allen Bereichen und genau die Finanz- und Versicherungsbranche ist ja doch sehr komplex und auch sehr speziell. Was leistet die von Ihnen oder was kann die von Ihnen entwickelte Software denn leisten? Sie lässt sich in einen beliebigen Vertriebsprozess integrieren durch die entsprechende Schnittstellentechnologie, die heute im Offline- und auch vor allen Dingen im Online-Bereich möglich ist und somit in der Kette der Digitalisierung einbinden, vom Antragsgeschäft über die Beratungsgespräche bis hin zur Endverarbeitung in den Backoffices. Und die Makler und Maklerunternehmen sind quasi ihre Kunden, die können diese Software bei Ihnen dann erwerben und sie servisieren das auch im Nachhinein oder wie muss man sich das vorstellen? Richtig, wir haben also über die Jahre eine bestimmte Kernkompetenz in diesem Bereich der Beratungssoftware aufgebaut, haben etwa 5000 Anwender, die unsere Software nahezu täglich in Endkundenberatungsgesprächen nutzen und erreichen jetzt durch die Online-Plattform auch Anwender, die auf Apple-Geräten oder Android-Geräten arbeiten. Insofern sind wir jetzt so aufgestellt, auch die größeren Teile des Marktes zu erreichen. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Der Trend geht ja so ein bisschen weg vom PC und auch vom Notebook, sondern immer mehr zu den händischen Geräten, also Handy oder auch von mir das iPad. Da funktioniert Ihre Software auch? Auf dem iPad in jedem Falle. Beim Handy macht es wenig Sinn. Sie werden kaum mit einem Kunden in einer Geschäftsbeziehung übers Handy beraten wollen. Aber die klassischen Endgeräte, Tablet, Notebook und was es so gibt an Dingen bis zum Office-PC, zum Desktop, unterstützen wir natürlich. Und wie wichtig ist eine klare Strukturierung? Weil was ich hier sehe, ist das ja sehr klar und sehr übersichtlich strukturiert. Das ist das Besondere. Makler haben relativ unterschiedliche Ansätze, wie sie die Kunden beraten. Es gibt zum einen die anlassbezogene Beratung. Das bedeutet, sie haben ein Thema, das sie ganz fokussiert besprechen. Und zum anderen gibt es den ganzheitlichen Beratungsansatz, in dem sich der Makler zunächst einen Situationsüberblick verschafft, die Situation analysiert und anschließend Empfehlungen erarbeitet. Wir unterstützen mit der Software beide Beratungsansätze und im Prozess auch beides. Die Daten, die der Makler jetzt, ich vermute mal, dass das so sein wird, eingibt, bleiben die auf seinem Gerät oder sind die irgendwo online hinterlegt? Wie ist das? Auch da ist beides möglich. Die Offline-Version, wie der Name schon sagt, ist ja lokal installiert. Insofern bleiben sämtliche Datensätze beim Anwender. Die Online-Version ist eine Anwendung, die wir ganz bewusst in der Kooperationspartnerschaft mit Microsoft in der neuen Azure Cloud hosten. Insofern besteht über den Datentreuhandvertrag zwischen T-Systems und Microsoft Klarheit darüber, dass Daten, sofern sie in der Cloud liegen, ausschließlich in Deutschland gehalten werden. Punkt 2, wir bieten auch dem Anwender der Online-Version die Möglichkeit, seine Daten natürlich auch lokal zu sichern. Ja, das hört sich gut an und vor allen Dingen auch wichtig. Also ich entnehme Ihren Ausführungen, Sie sind
für die Zukunft gut ausgestellt. Vielen Dank, Herr Schmidt, für die Ausführungen. Bleiben Sie dran, wir sehen uns gleich zum nächsten Interview wieder, also bis gleich.